Naja, da gibt es sehr viele. Ich sage mal, feuchtigkeitsregulierend, das kennt jeder. Diese feuchtigkeitsregulierend, das funktioniert so, wie wir eh vorhin schon gesprochen haben, dass ich wirklich in den Nassbereich, ich sage im Badezimmer, duschen gehen kann, wenn ich genug Lehmfläche drinnen habe, sodass der Spiegel oder das Fenster nicht beschlägt. So schnell kann der Lehm Feuchtigkeit aufnehmen und genauso schnell gibt es auch wieder ab. Das ist wichtig, dass er es nicht zurückhält, sondern er gibt es wieder ab. Man macht die Tür zum Vorzimmer auf, der Lehm vor die anderen Räume holt sich diese Feuchtigkeit, verteilt man es im ganzen Haus. Ich brauche keinen Luftbefeuchter nicht, er kostet nichts, er braucht keine Energie, das macht der Lehm selbstständig. Und diese feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften, das sind sicher eines der wichtigsten. Weil alte Häuser, Steinhäuser oder auch Ziegelhäuser, die über 100 Jahre alt sind, die haben das Problem der Feuchtigkeit, weil es keine horizontale Feuchtigkeitssperre gibt. Deswegen habe ich aufsteigende Feuchtigkeit und diese Häuser sind meistens zu nass. Das heißt, im Gegensatz zu den Neubauten, die zu trocken sind, haben beide das Problem. Der eine ist zu trocken, der andere ist zu nass. Und der Lehm ist das Produkt, das die Feuchtigkeit ausgleichen kann. Das heißt, das der Sinn und Zweck ist in etwa, die Feuchtigkeit auf ca. 50% zu halten. Man sagt zwischen 40 und 60% Luftfeuchtigkeit, das ist ideal fürs Raumklima, fürs Wohnen. Bin ich drunter, geht es auf meine Schleimhäute, sie trocknen mir aus und damit werde ich anfällig für Krankheiten. Habe ich über 70, 80% drinnen, dann geht es in Richtung Schimmelbildung und das weiß auch jeder, was das heißt. Das ist die gleiche Eigenschaft, nur habe ich dort das Problem der Krankheiten genauso. Und deswegen ist der Lehm das Medium, das das super ausgleichen kann. Und wenn ich ihm viel Fläche gebe, indem ich einen Lehmputz mache, habe ich die Möglichkeit, dass ich mir wirklich das Klima da verbessert, wo ich den Lehmputz einsetze. Und die Haupteinsatzgebiete sind da sicher dort, wo ich mir viel Zeit aufhalte im Haus. Das heißt Schlafzimmer, Kinderzimmer, dort, wo ich mich viel bewege, Küchenbereich, wegen der Schadstoffbindung. Im WC empfehle ich es genauso, wegen der Schadstoffbindung. In der Speise ist ein Lehmputz super. Im Wohnbereich, dort. Wenn ich mir Oberflächen sparen möchte, aus Kostengründen, weil ein zweilagiger Lehmputz teurer ist wie einlagiger, sage ich jetzt mal Kalk- oder Kalkgipsputz, dann kann ich sagen, dann macht man das Stiegenhaus oder Abstellräume oder untergeordnete Räume mit normalen Putzen. Man merkt es immer wieder, dass in Österreich Kombinationen gemacht werden. Zwischen normalen Putz, ich sage jetzt einmal normal, das ist die herkömmliche Version, und Lehmputz aus Kostengründen. Und deswegen hat man da die Möglichkeit, dass ich sage, in den wichtigsten Räumen, dort setze ich mein Lehm ein und in anderen Räumen eher die herkömmliche Version. Aber ich kann im ganzen Haus den Lehmputz einsetzen. Es gibt nur einen Bereich, wo ich nicht einsetzen darf. Dort, wo ich natürlich ein Wasser habe, wenn das Wasser an der Wand runterrinnt, in einen Erdkeller, der ständig feucht ist, dann kann ich dort kein Lehm einsetzen, weil der Lehm trocknet man nur aus. Er bindet ja nicht ab, er geht ja keine chemische Verbindung ein, sondern er trocknet nur ab. Und wenn die Mauer ständig nass ist, dann wird man der nicht trocken. Dann könnte auch Lehmputz zur Schimmelbildung neigen. Das wollen wir ja nicht. Und der Hauptbereich ist der Spritzwasserbereich im Badezimmer, dort wo die Duschen ist. Oder wenn die Badewanne an der Mauer steht, dann sollte man dort 30, 40, 50 cm in der Höhe keinen Lehmputz machen, sondern ein Fliesen oder Glas oder Alternativen wie Tadellack, Stucco Lustro, egal was. Aber der Lehmputz hat dort nichts verloren. Dort könnte er Schäden produzieren. Und deswegen setzt man nicht ein. Also nur dämmen allein, um keine Wärme rauszulassen, ist eine Sache. Aber wichtig ist auch, dass diese Wärme, die man erzeugt, durchaus auch im Innenraum durch Beheizung auch irgendwo, wenn man jetzt zum Beispiel das Heizsystem abdreht, hat der Lehm den Vorteil, dass sich die Wärme dort einlagert und dass die Wärme auch 2, 3 Tage danach noch erhalten werden kann. Also im Idealfall wirkt der ganze Raum wie ein großer Ofen. Zum Beispiel auch in Verbindung mit Niedrigenergiesystemen, mit Wandheizsystemen, da wird der Lehm sehr gerne verwendet. Da kommt die Wärme natürlich direkt in den Lehm und das hat eine sehr gute speichernde Wirkung. Die Wände bleiben warm und man braucht insgesamt um einiges weniger Energie, um diese Räumlichkeiten warm zu halten. Also Speichern wird bei uns immer unterschätzt eigentlich. Der Schwerpunkt wird immer auf Dämmung gelegt, noch mehr Dämmung, noch mehr Dämmung, noch geringere U-Werte und so weiter. Aber es ist auch ganz wichtig, die Wärme dann im Gebäude wirklich zu halten und einzulagern.
Und da hat der Lehm eine sehr wichtige Funktion. Die zweite wichtige Funktion neben dieser Speicherwirkung ist der Feuchtigkeitsausgleich. Gerade auch zum Beispiel bei Holz, Stroh oder sonstigen Dämmmaterialien ist es eher ein Problem, wenn sich Feuchtigkeit einlagert. Der Lehm nimmt die Feuchtigkeit auf, gibt sie bei Bedarf wieder ab und man hat eine annähernd ausgeglichene Raumfeuchtigkeit von 50% im Normalfall in Lehmräumen. Also das ist auch eine sehr interessante Wirkung vom Lehm. Aber um zurückzukommen auf die Fähigkeiten oder Vorteile, feuchtigkeitsregulierend, schadstoffbindend, nicht allergieauslösend in keinster Weise, also man kann mit bloßen Fingern in dem Material arbeiten, er ist pH-neutral, das heißt, es passiert auch nichts, man kriegt weiche Finger davon, wenn man mit dem Material arbeitet, ja, geruchsbindend und wenn man natürlich je nach Dicke aufbringt, auch natürlich abschirmend gegen hochfrequente Strahlung. Das geht natürlich am besten mit einer Stammflimmmauer. Nicht? Je dicker das Medium ist, desto mehr schirmt es natürlich ab. Und das sind sicher mal die Hauptvorteile. 100% ökologisch. Die graue Energie, die Herstellungsenergie, wenn man das Material selber herstellt, sprich man grabt es aus dem eigenen Grund aus, mischt es mit Sand, gegebenenfalls mit Stroh, mit Flachsfasern. Früher hat man Tierhaare reingegeben. Dann habe ich ein Material, das ich selber hergestellt habe, die kaum Energie braucht, ich habe keine Transportwege, ich gebe nur Wasser dazu, mische das an und schmeiße das an die Wand. Und das ist natürlich schon. Und wenn ich es einmal nicht mehr brauche, das Medium, das Material, dann nehme ich es, schmeiße es in den Garten zurück, gebe es der Natur zurück und es ist kein Opfer nicht. Es gibt nichts zu entsorgen, das ist ein Dünger für den Garten. Und das sind so diese Vorteile von dem Bauen. Und es wird immer teurer, sozusagen Häuser zu entsorgen, wenn die einmal zum Abbrechen sind, zum Wegreißen sind. Irgendwer wird die Kosten tragen müssen. Und mit einem Lehmputz habe ich keine Kosten. Weil das ordnet sich in der Natur unter. Fertig. Wir haben einmal ein Haus putzt. Mittlerweile mache ich über 20 Jahre Lehmbau. Das ist in einem Hochwassergebiet gewesen, Willi Dungelseins. Das Kinesiologiezentrum. Und da ist der Bach durchgerunnen dann, weil das Hochwasser war. Der Lehmputz war wie abgeschnitten. Im Stiegenhaus hat man genau gesehen, wie hoch das Wasser gestanden ist. Dann hat einfach der Bach mitgerissen. Und wir haben einfach auf die bestehenden Wände wieder neu verputzt. Alle anderen Wände, das haben sie alles entzogen müssen. Unser Lehmputz hat das Wasser rausgeschwappt und wir haben einfach neu verputzt. Und so kann man diese Vorteile natürlich auch sehen. Nicht? Natürlich, er ist nicht wasserbeständig. Nicht? Deswegen ist auch der Lehmputz hauptsächlich ein Innenputz. Also wir verwenden schon ab und an als Außenputz bei historischen Bauwerken, die unter Denkmalschutz stehen. Oder es gibt Menschen, die sagen, es taugt mir, ich hätte gerne den Lehmputz im Außenbereich, habe große Dachvorsprünge, dann kann man es sich vielleicht leisten, einen Lehmputz außen zu haben. Aber wenn er stark bewittert wird, dann geht es mit einem schneller dahin, als mit einem herkömmlichen Putz, weil er eben nicht wasserbeständig ist. Und das muss man halt wissen, und deswegen hat er ein gewisses Einsatzgebiet. Hauptsächlich ist es in dem Putz. Dort hat er seine Fähigkeiten. Um den Lehm wirklich weiter zu verbreiten, ist es ganz wichtig, mehr Bedacht auf die Primärenergie einfach zu setzen, die in ein Baumaterial hineinfließt. Laut unseren Förderrichtlinien oder auch Regulierungen spielt in erster Linie der Wandaufbau eine große Rolle und auch der U-Wert. Und es ist oft gut, einen geringeren U-Wert zu erreichen, aber irgendwo hat das auch Grenzen. Wenn ich für das Dämmmaterial, das ich da noch zusätzlich drauf gebe, viel mehr Energie in der Herstellung benötige, als ich mir dann über U-Werte über 30, 40, 50 Jahre an Heizenergie einspare, macht es irgendwann keinen Sinn. Das heißt, wichtig, um den Lehm jetzt wirklich zu propagieren, wären andere Berechnungssysteme, andere Grundlagen, wo ich die Primärenergie einfach einbeziehe, das heißt diese Lifecycle-Analysen, wo es ja schon sehr gute Programme dazu gibt, wo ich wirklich jetzt schaue, wo kommt der Baustoff her, wie viel Energie hat er in der Herstellung benötigt, was hat er jetzt im Gebäude für eine Wirkung und wie wird er dann auch recycelt oder beim Abbau, wo kommt dieser Baustoff wieder hin. Also man müsste das viel gesamtheitlicher sehen und dann kann der Lehm natürlich seine Vorteile ausspielen, indem er praktisch keine Primärenergie benötigt,
außer Transport, je nachdem, wenn man ihn an der Baustelle direkt entnimmt, praktisch bis auf die Kraft oder die Energie, die in den Aushub gibt, braucht man keine Primärenergie. Aber ich glaube, da werden kommen solche alternativen Baustoffe wie Stroh, Lehm dann wirklich ins Spiel, wenn es darum geht, die Primärenergie einzurechnen. Weil da können Beton und Ziegel, die einfach in der Herstellung wahnsinnig viel Energie benötigen und dann auch oft noch im Recycling, in der Entsorgung einfach nicht mithalten. Also da braucht es andere Regelungen, andere Förderrichtlinien, was schwierig ist, weil da eine riesige Baustofflobby natürlich dahinter steht, die permanent versucht, das zu verhindern oder zumindest überhaupt kein Interesse an anderen Berechnungsmethoden hat. Die ganze Dämmstoffindustrie, die wollen Dämmstoff verkaufen und sind nicht interessiert daran, wie die Primärenergie in den jeweiligen Baumaterialien ausschaut oder wie die Primärenergie bei der Herstellung von Dämmstoffen ausschaut, die auch oft nicht unerheblich ist, sondern sehr hoch ist. Ja, es ist ein wunderbares Material einfach, das sehr, sehr vielseitig zum Einsatz kommen kann. Nicht? Und vor allem auch in der Altbausanierung zum Abdichten. Das ist praktisch ein Lehmschlag, kann man da machen. Das wäre die Alternative zu den herkömmlichen Abdichtungen, zu der Bauchemie. Man kann mit einem Lehm einen Teich bauen. Und wenn ich einen Teich bauen kann, der das Wasser drinnen hält, dann kann ich ja das Haus abdichten, dass man das Wasser draußen hält. Nicht? Und das wären so verschiedenste Varianten, das halt die Leute nicht wissen. Das ist halt so, man lernt halt das nicht mehr. Nicht? Deswegen ist es auch unser Ziel vom Verein her, dass wir versuchen, diese alten Bautechniken wieder ein bisschen zu installieren, den Menschen wieder das näher bringen und schauen, was kann man damit machen, dass man es wieder ein bisschen weiß. Man lernt das in der Schule nicht. Ein Ziel könnte auch sein, dass man das Material in die Berufsschulen wieder reinbringt. Dass die Kinder sozusagen schon beginnen, mit diesen Materialien wieder zu arbeiten. Dass praktisch nicht von der Industrie her gleich einmal infiltriert werden, nur mit Zement und mit Gips und mit was weiß ich alles, nicht? Mit der gesamten Bauchemie. Sondern dass man wieder auf natürliche Weise versucht zu bauen oder zu renovieren. Das ist so unser Ansatz. Deswegen ist auch das, was wir versuchen und machen und immer wieder in Schulungen und Seminaren das weiterzugeben. Weil ich glaube, das ist einfach das große Thema. Die Kinder müssen das schon wissen. Und dann geht es auch weiter. Weil die paar Alten, die es noch gibt, sozusagen, die sich mit Lehmbau beschäftigen, die sterben irgendwann und dann wäre das Ding wieder weg. Und ich finde, das ist so, der Lehmbau erfährt schon so eine Renaissance, mehr oder weniger. Ja. Und es wird immer mehr. Die Leute beschäftigen sich einfach, weil sie merken, sie suchen nach Alternativen, die Leute werden nicht mehr kranker. Und da haben wir eben die Möglichkeit, mit Lehm sozusagen auch dagegen zu steuern. Unsere ersten Kunden dazu, als ich angefangen habe, das waren schon Leute, die eh schon krank waren, die schon nach Alternativen gesucht haben oder irgendwelche Allergien gehabt haben. Die haben gesagt, ich brauche was, ich kann da nicht wohnen in dem ganzen Zeug. Dann ist der Lehm das ideal. Und ich denke, mittlerweile kennen sie die meisten Häuselbauer, dass es ein Lehm gibt. Die Frage ist, wollen sie die Arbeit antun oder diesen mehrlagigen Putz machen oder nicht? Das ist noch einmal was anderes. Nicht? Oder vielleicht aus Kostengründen. Nicht? Aber ansonsten ist das ein super Produkt. Und wenn das in die Köpfe reingeht und vielleicht schon in die Kinder, dann breitet sich das auch wieder aus und dann braucht man nicht mehr so viel Bauchemie. Und bald zum Entsorgen wird, nehme ich das Zeug und schmeiße es in den Garten. Fertig. Und das ist auch der Gedanke dahinter. Man holt sich das Zeug rein, baut damit was und wenn ich es einmal nicht mehr brauche, gebe ich es wieder aus und die Natur schluckt es wieder und es ist nichts verhackt. Das ist das Ziel sein. Da gibt es einfach konventionelle Systeme oder Fertigteilsysteme, die sind so und die sind schon lang so und da ist relativ wenig jetzt Innovationsgeist dahinter, da mal auszubrechen, weil das funktioniert, da ist man auf der sicheren Seite, man geht kein Risiko ein und da ist kein Bedürfnis da seitens der Baufirmen zu experimentieren und Neues auszuprobieren. Deshalb ist der Ratschlag meistens wegreißen und in Fertigteilmanier wieder aufzubauen. Ein wichtiger Faktor sind doch auch die Kosten und die Kostensicherheit, weil so gerade so Fertigteilsysteme, da kann ich sehr gut kalkulieren vorher, was das kosten wird. Was in der Sanierung natürlich immer ein bisschen schwieriger ist, weil man nie so ganz genau weiß, wenn man jetzt den Putz runterschlägt und einmal das Fundament untersucht, was kommt da wirklich zum Vorschein.
Obwohl, wenn Leute wie Andy Preuß da sind, die schon viel Erfahrung haben, lässt sich das natürlich auch immer wieder leichter kalkulieren nach einiger Zeit. Weil auch die Lehmbauten im Weinviertel sind gar nicht so unterschiedlich. Es gibt natürlich auch eine gewisse Bautradition und es ist nicht jedes Haus so anders. Wenn man mal Erfahrung hat, kann man das durchaus immer wieder so durchführen und dann auch von den Kosten her um einiges besser abschätzen mit der Zeit. Aber da stecken wir echt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, da gibt es noch sehr wenig dazu. Da braucht es noch viele Architekturstudierende, die wir ausbilden, wo wir Interesse da jetzt wirklich erzeugen und die sich dann auch drüber trauen und so mal sagen, ich mache das jetzt und mache was Neues und ich informiere die Leute und ich berate die Leute. Und es geht, wenn man will. Das ist eine wichtige Sache, dieses Vertrauen in diese Bautechnik auch zu schaffen. Als Schüttung kann ich es verwenden. Sehr oft unter den Fußboden, so als Ausgleich natürlich unter den Holzboden. Und ich könnte natürlich auch mit dem Material einen Estrich machen. Es würde keinen Sinn machen, auf diesen Estrich ein Fliesen drauf zu kleben. Ne? Weil dann habe ich wieder diese Fähigkeiten eliminiert. Aber ich sage jetzt einmal, einen Sisalteppich zum Beispiel kann man drauflegen oder solche Dinge. Oder ich mache einen Holzboden drauf. Sehr oft wird auch verwendet praktisch, dass zwischen den Holzstaffeln, wo es eine Fußbodenheizung gibt, das Ganze mit Lehm ausgefüllt wird. Anstelle von Beton, anstelle von einem Estrich. Bei natürlicher Fußbodenheizung wird immer eingegossen in ein Material. Und dazu kann ich auch Lehm verwenden. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit mit einem Lehmestrich. Und es wird natürlich immer weiter geforscht und geschaut, was könnte man mit dem Material noch machen. Welche Produkte, herkömmliche Bauchemieprodukte, könnte man damit ablösen. Und da wird natürlich immer wieder geschaut und geforscht und versucht halt, dass wir auch herankommen an diese Werte, sprich einmal Druckfestigkeit, nicht? Biegezugfestigkeiten. Der Lehm hat nicht diese Festigkeit wie Beton. Nicht? Die Frage ist, brauche ich den Beton immer als Festigkeit? Wenn ich ein Haus baue, ist es wichtig, dass ich ein gutes Fundament habe. Nicht? Aber brauche ich einen Beton, dass ich halt irgendwo einen Ziegel ersetzen kann, der mal rausgebrochen ist aus der Mauer? Wenn ein Haus schon 300 Jahre steht, dann ist das nicht mit Zement gebaut worden. Nicht? Da muss man sich halt heute fragen, brauche ich jetzt ein Zement, wenn es vorher auch schon 300 Jahre steht? Nicht? Ob es nicht doch der Kalk oder der Lehm reicht als Festigkeit? Da muss man differenzieren ein bisschen. Aber es ist ein Material, das man super schön einsetzen kann im Hausbau. Aber ein guter Lehmputz, und wir haben da auch in Niederösterreich, gerade bei dem Haus von Andy Preuß, da gab es einen Lehmputz, einen Lehmaußenputz, der war 8 Jahre alt, ohne Sockelausbildung eigentlich, also der ging fast bis zur Wiese mehr oder weniger, Dachüberstand von nur 30 cm, aber so eine gute Putzmischung, dass man auch nach 8 Jahren praktisch keine Schäden erkannt hat, also da ist schon sehr viel möglich eigentlich, was Lehmputz anbelangt. Es sind halt gewisse Extremereignisse, wenn in Deutschland einmal eine Fassade noch einen ziemlich starken Hagel, Gewitter gesehen, da waren natürlich im Lehmputz so Hetellen drin. Ja, sowas, es ist ein weicheres Material, das kann auch im Zementputz, da schlagt man eher wahrscheinlich ganze Stücke aus, kann das auch passieren, aber gegen sowas ist der Lehm natürlich anfälliger, weil die Druckfestigkeit ist nicht vorhanden, aber das sind extreme Ereignisse. Dafür kann man einfach dann wieder drüber gehen mit einer neuen Schicht Lehmputz und muss nicht wie beim Zementputz erst die ganzen Schichten entfernen und das gesamte Haus völlig neu verputzen. Das sehen wir zum Beispiel auch im Iran oder auch in Afrika, wo immer wieder jetzt mit Zementputz gearbeitet wird, auch auf Lehmgebäuden. Der Putz hält nicht, der bröckelt ab, das schaut meist furchtbar aus nach 5 Jahren. Ich kann ihn aber auch nicht reparieren. Wenn, dann muss ich das Gesamte, die Putzschichten wieder wegnehmen und völlig neu verputzen. Beim Lehm, ja, der hat vielleicht auch nach einigen Jahren nicht mehr so ganz intakt ausgeschaut, aber dann nehme ich einen Stein und ein bisschen Feuchtigkeit und ein bisschen Material, poliere wieder drüber und muss eigentlich gar nichts neu machen, habe auch keinen Materialverlust. Also das sind die Sachen, diese Sanierbarkeit einfach, da ist die Wasserlöslichkeit des Lehms durchaus ein Vorteil. Ich kann ihn wieder weich machen, ich kann ihn verstreichen, das geht bei Zement halt nicht. Ich höre es halt immer wieder, früher war ich sehr viel an den Messen unterwegs, das heißt, so an die Hauptbaumessen natürlich.
Und da hat man mit vielen Leuten zu tun, mit vielen Menschen und Kunden oder halt einfach Interessierte. Und da merkt man einfach immer, das Interesse ist groß. Ja. Die Leute trauen sich oft nicht, nicht. Weil wenn du der Erste bist, der in deinem Dorf baut, nicht, und du hast rundherum welche, die sagen, nein, vergiss das Zeug, nicht, trau dem nicht. Und ich habe gesehen, es gibt Risse und das sind nicht, und dieses und jenes. Dann wird man unsicher. Nicht. Und der Baumeister redet ja auch noch davon ab, weil er es nicht kennt. Nicht. Das heißt, es wird nicht angeboten. Und deswegen diese Unsicherheit, die muss man überwinden. Und dann weiß ich, dann kann man hinter so einem Material stehen. Ja. Und ich mache es halt gern so, dass ich, wenn ich jetzt jemanden Neuen habe, der sich für Lehm interessiert, dann schicke ich ihn einmal wohin, wo schon ein Lehmputz da ist. Weil die Leute glauben immer, wenn ich natürlich komme, dann bin ich wie quasi ein Vertreter oder Verkäufer, nicht? Dass ich einer das einreden möchte und dass ich gut über den Lehm rede, das ist keine Frage. Nicht? Aber wenn das jetzt der dorthin kommt, wo vielleicht schon 10, 20 Jahre Lehmputz drinnen ist und er redet mit ihm, er ist ja kein Verkäufer, er kann nur sagen, was hat er für Erfahrungen gemacht in der Zeit. Und das hat eine ganz andere Wirkung auf die Leute. Das ist halt mein Dreh, den ich mache. Nicht nur, dass ich einen Kaffee nicht einzahlen muss, oder ich ihm geben muss, sondern er geht dorthin und die zwei reden sich das aus und er schaut sich das an und kann seine Meinung bilden. Taugt ihm das? Was hat er für Gefühl, wenn er da reingeht? Das ist einmal das Feeling sozusagen, das einmal zu spüren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach. Weil das ist wirklich einfach nicht nur übers Auge, sondern auch über diese anderen Sinne zu erfahren. Dieses Material. Und das ist ein wichtiger Punkt. Oder wenn wir Seminare machen mit Lehmofen bauen, Pizzaöfen oder solche Sachen, oder mit Coop arbeiten, dann arbeitet man direkt mit dem Material. Man spürt das, man greift das an und poppt das an einer Wand auf. Und das ist einfach das zu spüren. Das merkt man einfach wieder bei den Leuten, die verlernen das. Nicht? Wir können nicht sagen, wir sind nie rausgekommen aus der Kindheit. Wir spielen nur immer mit dem Sand und mit der Erde. Ja, es ist wurscht. Das ist eine schöne Erfahrung. Ja. Und das kann man halt gern weitergeben. Das ist lässig.